vorstellt, Weibum, Adolf Weibum. Und dies ist meine um jetzt 2 Jahre jüngere Schwester, Friederike. Wir haben also verfügt, dass nach unserem Ableben dieses großartige Gebäude als Museum genutzt werden sollte. Es ist eines der schönsten alten Gebäude dieser Stadt. Mit seiner steinernen, farbigen Fassade ein wunderbares Beispiel der Weser-Renaissance. Unser Vater Wilhelm Adolf Detlef Waldbaum. Er war Steinbauer, Maurer und Kalkbrenner und war 1824 hier in Farben gezogen. 1825 lehrte er unsere Mutter Friederike sein und er konnte das. Ja, aber wir sind doch so froh, dass wir den heutigen Tag so viel Leben in unserem Haus ist. So viel Leben in unserem Haus. Meine Schwester genießt es ja förmlich, wo wir doch sonst immer nur uns selbst haben. Herrschaft, die Kinder liegen auf der Straße zu. Wir seien Adam und Eva. Er Adam und ich Eva. Denn er sein Weltenhaar. Das muss jetzt niemand wissen, ja? Auf der Straße haben wir gestanden und hinauf. Wir sollten jetzt nicht zu viel aus den Nähkästchen fahren. Falls die Herrschaften mehr erfahren möchten, können sie uns ja mal besuchen. Kommen Sie doch einmal vorbei und das schönes Leistenhaus und besuchen Sie das Museum von Havel. Ein wunderbares Museum. Und wie lange haben Sie eigentlich auf diesen denkwürdigen Tag gewartet? Nun, die Neugestaltung des Museums dauert schon einige Jahre an. Insofern ist es eine lange Zeit, die wir warten mussten, bis wir diesen großen Tag hier heute haben. Und es ist eben eine große Bürgerinitiative, die hier dazu beigetragen hat, über 500.000 Euro, also über 500.000 Euro allein von privaten Spendern. Und zwar viele kleine Spender, sodass es eine breite Wirkung hat. Das ist schon sehr schön, dass wir solch eine Bürgerbeteiligung haben. Sie sind ja Realist. Mit wie vielen Besuchern im Monat rechnen Sie etwa? Also wir nehmen nicht Monate, sondern nehmen immer die Jahreszahl, weil es bestimmte Schwankungen immer gibt. Wir hatten konservativ gerechnet 35.000 bis 40.000 Besucher bisher. Wir denken, dass wir da eine Steigerung bekommen. Also wir denken schon an 45.000 oder gar 50.000 Besucher pro Jahr. Pro Jahr. Das wäre nochmal eine deutliche Steigerung. Wenn man 4,5 Millionen ausgibt, dann muss auch dieses Investment ein neuer Magnet sein. Es muss neuen Zuspruch geben. Sonst ist es eine Fehlinvestition. Okay, wir sprechen uns in einem Jahr und vielleicht sieht Ihre Bilanz dann sogar noch besser aus. Wünschen wir es. Würde mich freuen, wenn ich mich in dem Fall geirrt habe, dass ich noch deutlich übertroffen werde. Frau Wehrmann, Sie sind im Kuratorium und haben natürlich die ganze Entwicklung hautnah erlebt. Wie bewerten Sie den heutigen Tag? Ja, es ist einer der glücklichen Tage für die Stadt Hameln, für mich persönlich aber auch, weil nun endlich ein, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Traum in Erfüllung gegangen ist, weil wir mit diesem umgestalteten, modernisierten Museum ein Kleinod hier haben, das uns auch im Tourismus weiter voranbringen will. Ja. Und da möchte ich nochmal an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich allen Unterstützern danken. Ich finde, es ist ein großes bürgerschaftliches Engagement dieser Stadt von ihren Bürgern ausgehend. Und das sagt mir, dass die Bürgerinnen und Bürger Hameln sich mit ihrem Museum identifizieren. Thank you.
pädagogischen Station. Da wird so von selber, genau. Er ist umgekommen bei einem Autorennen, deswegen musste die Firma geschlossen werden. Das war nicht eine Wirtschaftsproblem. Wenn Sie hier drehen, dann sehen Sie die Geschwindigkeit des Rennwagens und die wenige Geschwindigkeit, wenn Sie weiterdrehen. Hier ist die Biege. Das finde ich alle Hammer. Wir haben auch ein Automuseum das hier. Im Prinzip der Phaeton hier erfunden. Das ist ja ganz neu. Was kann man denn hier machen? Wir müssen wieder zurück. Machen Sie mal einmal zurück. Oh, komm mal schnell. Da kommt man nicht an. Das ist dann. Der Silberfrei muss immer gewinnen. Ja, das macht er wohl auch. Der Rote war mal schneller. So, wer ist denn das hier? Fußgänger. Ach du liebe Zeit. Vorgänger. Haben wir schon den Buch gehört? Ach so, das ist. Genau, das ist hier das Thema der Judenvernichtung. Yes.
Wir haben sehr viele großzügige Bürger erlebt. Das sage ich heute voller Stolz, und dass ich ohne Übertreibung sagen kann, wir haben es mit einer beispielhaften Bürgerinitiative zu tun. Wenn man bedenkt, dass unser Hamburger Museum im Depot noch 60.000 weitere Exponate besitzt, also Zeit und Geld von der Parzelle nachzudenken. Unser neues